Das hat nichts gebracht, aber so schnell gebe ich nicht auf. Ich werde die beliebteste Pixie von allen. Mit altem Wissen konnte ich niemanden beeindrucken. Es muss einen anderen Weg geben, wie ich beliebt werden kann. Bitte, lass dir etwas einfallen. Erlerne eine besondere Fähigkeit? Suche etwas Seltenes. Etwas Seltenes? In den Büchern in Udianchés Haus? Ach nein, nicht schon wieder rein. Habe ich wunderschöne Bilder gesehen. Wenn ich solche Bilder malen kann, werden mich die anderen Pixies bewundern. Ich werde einen ganz feinen Pinsel aus dünnem Gras machen und mir selbst Farben mischen, aber dafür brauche ich Baumharz. Kannst du mir das besorgen, während ich an dem Pinsel arbeite? Östlich von hier wachsen Bäume mit orangefarbenen Blättern und dunklem Harz, das sich bestimmt gut als Grundlage für meine Farben eignet. Aber sei vorsichtig, der süße Geruch des Harz lockt gefährliche Rosenbären an. Okay. Dann gehen wir dieses komische Harz besorgen. Da ist doch schon ein harziger Baum. Na. Ich krieg mir auch noch klein. Also das war zum einen, da glitzert es auch schon wieder, noch ein harziger Baum. Und natürlich ein Rosenbär. Letzte harzige Baum. Oh, ganz ohne Rosenbär. Sehr schön. Dann können wir zurück zu Ulton. Ha, mein Pinsel ist ganz toll geworden. Hast du das Baumharz gefunden? Ja, habe ich. Ja, das reicht. Vielen Dank. Daraus mische ich zusammen mit bunten Gräsern und Insektenblut verschiedene Farben. Jetzt brauche ich nur noch ein geeignetes Motiv. Und ich weiß auch schon welches. Schloss Lygian. Los, ich kann es kaum erwarten. Flieg schon vor. Ich flieg schon vor, du kannst gleich nachkommen. Nordwestlich von hier gibt es einen Ort mit einem herrlichen Ausblick auf die Flügel des Schlosses. Bis gleich.
Na, wie gefällt dir der Ausblick? Das ist mein absoluter Lieblingsplatz. Und hier werde ich ein Bild von Schloss Lyrgian machen, mal. Oje, das war wohl nichts. Auf meinem Bild ist das Schloss ganz rot geworden. Ich muss noch einmal ganz von vorn anfangen. Etwas stimmt nicht. Eins, zwei... Oh nein, ich habe zu viele Türme gemalt. Noch einmal von vorn. Ha, die Farben stimmen und die Form auch. Ich habe es geschafft. Das Bild werde ich in Lydalran herumzeigen und alle werden mich dafür lieben. Okay, zurück zu Lydalran. Ich merke gerade, die Folge wird recht lange. Ich werde sie irgendwann dazwischen einfach wahrscheinlich cutten und das zwei Folgen draus machen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt schon zu Ende ist. Seht her, ein Schloss, ein Bild von Schloss Lyrgian. Das habe ich selbst gemalt. Wie gefällt es euch? Ein lebloses Bild. Ja, da jage ich lieber Blättern im Wald hinterher oder necke die Fremden, die sich nach Ilmek verirren. Das macht viel mehr Spaß. Das ist nicht fair. Ich habe mir mit dem Bild so viel Mühe gegeben. Warum bewundert ihr mich nicht dafür? Also mir gefällt das Bild. Noch spannender fände ich die überfluteten Häuser um das Schloss herum. Hast du auch ein Bild von dem See? Von dem See? Nein, ich habe nur das Schloss gemalt, weil ich es so schön finde. Oh, schon gut. Naja, wenn du den See irgendwann auch noch malst, möchte ich dein Bild gern sehen. Immerhin ein Pixie hat mein Bild gefallen. Ein guter Anfang. Aber offensichtlich ist es schwierig, ein Motiv zu finden, das allen gefällt. Und eigentlich möchte ich auch gar nichts malen, was mir selbst nicht so gut gefällt. Und manche Pixies haben überhaupt kein Interesse an Bildern. Ich fürchte, ich muss mir etwas anders einfallen lassen. Aber das Bild von dem See werde ich noch malen, um der Pixie, der mein Bild gefallen hat, eine Freude zu machen. Mir ist nun klar, dass ich mit Bildern nicht alle Pixies beeindrucken kann. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Aber was? Wie kann ich endlich bei allen Pixies beliebt werden? Bereite den Pixies eine Freude. Du meinst, wenn ich ihnen eine Freude bereite, mögen sie mich? Vielleicht hast du recht. Aber es müsste etwas sein, das allen gefällt, und wie ich bei meinem Bild gesehen habe, ist das gar nicht so leicht. Ich hab's. Alle Pixies lieben Blumen. Wenn ich ihnen Blumen schenke, werden sie sich freuen und mich dafür lieben. Bitte, bitte hilf mir, farbenfrohe Blumen zu sammeln. Je farbenfroher, desto besser. Also, sammeln wir weiter. Da hinten glitzert es doch schon. Wobei ich finde die Idee jetzt auch nicht so toll, weil Blumen wachsen hier überall. Okay, einmal farbenfrohe Blume gepflückt und hier muss ja noch irgendwo eine sein. Hä? Da ist sie.
So, letzte farbenfrohe Blume und dann geht's wieder zurück. Mal schauen, ob ich Ulton jetzt zu einer beliebten Pixie machen konnte. Oder, ach so, Moment. Was willst du jetzt noch von mir? Hast du schöne Blumen gefunden? Ich möchte den prächtigsten Blumenstrauß binden, den es je gab. Okay, tu das. Oh, sind die aber schön. Rot, weiß, gelb, so viele Farben. Zusammen mit den Blumen, die ich gesammelt habe, gibt das einen prächtigen Blumenstrauß. Die anderen Pixies werden begeistert sein. Eine der Pixies, denen wir von den Geschichten aus den alten Büchern erzählt haben, liebt Blumen ganz besonders. Ihr werde ich den Blumenstrauß schenken. Sie wird sich ganz bestimmt riesig darüber freuen. Komm, schnell nach Lydaran. Ich habe ein Geschenk für dich. Hier, bitte sehr. Oh, was für schöne Blumen. Und die möchtest du mir wirklich schenken? Ja, natürlich. Und nicht nur dir. Ich werde ganz viele Blumensträuße machen. Einen für jede Pixie im Dorf. Oh, das ist aber lieb von dir. Wir alle lieben es, Blumen zu bewundern und ihren Nektar zu naschen. Bedeutet das, ich kann mich damit beliebt machen? Natürlich! Ich werde gleich allen meinen Blumenstrauß zeigen und ihnen erzählen, dass du ihnen auch welche schenken möchtest. Was für ein Glück! Jetzt werde ich endlich beliebt, oder? Hilfe! Als wir gerade einen Ausflug machen wollten, sahen wir in der Nähe des Dorfes, wie Haganeh von Ungeheuern angegriffen wurde. Wir wollen ihr helfen, aber wir hatten fürchterliche Angst. Wir brauchen Hilfe. Ein Glück, dass du noch hier bist. Bitte rette Haganeh. Wo habt ihr Haganeh gesehen? In der Nähe des Seeufers. Bitte beeilt euch. Aber sie war auf der Flucht. Vielleicht ist sie schon ganz woanders. Oh je. Eine von uns hätte in der Nähe bleiben sollen. Was machen wir denn jetzt bloß? Beruhigt euch doch erstmal. Panik bringt uns jetzt auch nicht weiter. Wir müssen Haganeh finden und sie retten. So, gehen wir auf Rettungsmission. So, jetzt noch einmal in Ruhe. An welchem See habt ihr Haganeh gesehen? Am großen Spiegelchen? Nein, an dem anderen Spiegelchen, dem kleinen westlich von hier. Bitte, Fremde, rette Haganeh. Ich brauche die Hilfe von Ulton. Ich bin bestimmt keine große Hilfe, aber ich gebe mein Bestes. Beliebtheit erfordert Mut. Also gut, wir werden sie retten. Verlasst euch auf uns. Auf zum Spiegelchen. Haganeh braucht unsere Hilfe. Irgendwo hier wurde Haganeh zum letzten Mal gesehen. Vielleicht ist sie noch in der Nähe. Ich rufe sie mal. Haganeh, wo steckst du?
keine Antwort. Wir müssen weitersuchen. Hm? Da, ein Hilferuf aus der Richtung des Sees. Also gut, dann gehen wir weiter zu dem See. Dem kleinen Spiegelchen, okay. Der ist da hinten, da waren wir tatsächlich noch nicht. Schau mal, ist hier eine Windätherquelle in der Nähe? Südost. Da können wir gleich noch schauen. Jetzt müssen wir erstmal Hagarne finden. Da ist schon wieder so ein Gefahrenkreis. Okay. Der rasende Blumenkorb. Okay. Was es nicht alles gibt hier im Spiel. Also los. Oh je, sie ist verletzt. Der Blumenkorb muss sie erwischt haben. Ich werde versuchen, ihr mal mit meiner Heilmagie zu helfen. Oh, das tut gut. Ulton, ich danke dir. Mir geht es schon viel besser. Ich sah eine hübsche Blume. Doch als ich näher heranflog, entpuppte sie sich als die Kopfbedeckung von diesem Biest. Ulton, du hast mich gerettet. Ach, ich habe dich doch nur geheilt. Ohne die Fremde wäre ich gar nicht in deine Nähe gekommen. Dann danke ich euch beiden. Das werde ich niemals vergessen. Der Dank tut gut. Komm, gehen wir zurück nach Lüdalran. Okay, ich mache aber einen kleinen Umweg, um nach der Windätherquelle. Oh Gott, ist doch weit weg. Südost. Naja, suchen wir erstmal die Windätherquelle. So, gefunden. Jetzt haben wir Osten. Ja gut, das ist die ich dann schon mal gedacht habe. Dann geht's jetzt weiter wieder nach Lüdalran. Wie beliebt ich auch werden will, allein hätte ich mich niemals aus dem Dorf getraut. Du hast mir Mut gemacht. Und unser Einsatz hat sich gelohnt. Ich bin so froh, dass wir Hagarne gerettet haben. Das steigert bestimmt meine Beliebtheit. Hm? Ich habe allen Pixies erzählt, wie ihr mich gerettet habt. Ulton hat sofort gesagt, dass sie auch von dir geheilt werden möchte. Und eine andere möchte dich bitten, Blumen an einem gefährlichen Ort zu pflücken. Deshalb habe ich sie gleich mitgebracht. Und du wolltest doch allen Blumen schenken. Die werden schon freudig erwartet. Ich, also ja, Blumen pflücken, Wunden versorgen. Ich kümmere mich um alles.
Aber ich kann nicht alles gleichzeitig erledigen. Ja, natürlich. Aber bitte beeil dich. Wir alle brauchen deine Hilfe. So ist das also, wenn man beliebt ist. Es fühlt sich gut an, gebraucht zu werden. Aber das klingt auch nach ganz schön viel Arbeit. Wie soll ich das alles bloß schaffen? Wie ist das bei dir? Du hilfst doch bestimmt nicht nur mir, sondern vielen anderen, oder? Hast du auch so viel zu tun? Ja, irgendwie schon. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so anstrengend ist, beliebt zu sein. Aber es war mein eigener Wunsch. Ich werde alle Aufgaben erfüllen. Okay, dann haben wir die Quest geschafft. Jetzt schauen wir uns noch die eine Windätherquelle, die da im Osten liegt. Und dann war's das für heute. So. Schauen wir mal. So, da ist die Winterquelle. Wir wollen schon schauen, wie wir da raufkommen. Wahrscheinlich hier von der Seite. Ja. So, und das war's für heute. Mit dem Ausblick auf das Schloss verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich mir wieder Hilfe für die Instanz suche. Bis dahin, macht's gut!